Ich werde immer öfter gefragt, wie ein perfekter Blogbeitrag aussieht. Da ich selber schon sehr viele Blog-Einträge verfasst habe, zeige ich euch in diesem Video meine neuen echten Expertentipps. Warum Expertin? Ich bin Autorin und Journalistin und habe schon hunderte von Blogbeiträgen verfasst, zum Beispiel auf lernförderung.de, reimannhöhn.de, aber auch auf vielen anderen Webseiten. In diesem Video verrate ich dir meine neun wichtigsten Tipps. Tipp Nummer 1, das ist das Thema. Du brauchst ein gutes Thema, das für deine Leser interessant ist. Dein Blogbeitrag wird nur gelesen, wenn sich jemand für dein Thema interessiert. Nimm dir dafür also richtig viel Zeit. Frage ruhig auch deine Freunde oder recherchiere im Netz. Tipp Nummer 2, eine gute Headline. Du brauchst eine gute Überschrift. Teste verschiedene Überschriften aus. Die Überschrift entscheidet darüber, ob dein Blogbeitrag überhaupt gelesen wird. Immer gut ein Versprechen, eine Hitliste oder eine Provokation in der Überschrift. Tipp Nummer 3. Vertrauen. Gib deinen Lesern, was deine Headline ihnen versprochen hat. Unbedingt. Wer eine Hitliste erwartet, aber etwas anderes bekommt, der springt ab und kommt vielleicht nie mehr zurück zu dir. Kontrolliere das, bevor du deinen Beitrag veröffentlichst. Tipp Nummer 4. Augenfutter. Ergänze deinen Text unbedingt mit passenden visuellen Eindrücken, Bilder, Fotos, Grafiken oder Zeichnungen. Achte dabei auf das Urheber- und das Personenrecht am Bild. Tipp Nummer 5. Eindruck schinden. Damit meine ich, dass du deine Überschriften, Texte, Bilder und Grafiken geschickt anordnen sollst, damit das Layout angenehm ist. Frage Freunde, wie es ihnen gefällt. Und nimm das ernst. Tipp Nummer 6. Transparenz. Kurze Sätze, wenig Fachbegriffe und eine gut lesbare, einfache Sprache nutzen dir und deinen Lesern. Vereinfache aber nicht zu stark. Du bist der Experte, aber nicht jeder versteht die Expertenbegriffe. Denn nicht jeder steckt im Thema so tief drin wie du. Tipp Nummer 7. Struktur. Niemand soll sich in deinem Text verirren oder nicht mehr wissen, worum es geht. Baue deinen Blogbeitrag auf wie einen Aufsatz. Beginne mit der Einleitung, dann kommt dein Hauptteil und am Ende der Schluss. So können deine Leser dir leicht folgen. Tipp Nummer 8. Beispiele. Mache deinen Text lebendig. Leser lieben praktische Beispiele. So können sie dem Text viel besser folgen. Außerdem sind sie oft emotional und unterhaltsam. Du kannst auch Beispiele erfinden, je nachdem, worum es in deinem Text geht. Und Tipp Nummer 9. Vielfalt. Nutze verschiedene Formate und Textsorten. Je länger dein Beitrag, desto mehr. Checklisten, Tutorials, Testimonials, Guides, Hitlisten, was dir nur einfällt. Das lockert deinen Text auf. Aber die Formate müssen zu deinem Thema passen. Zusammenfassung, Blogbeitrag schreiben. Also hier nochmal alle 9 Punkte. Thema, Headline, Vertrauen, Augenfutter, Eindruck schinden, Transparenz, Struktur und Beispiele und Vielfalt. Das Video ist von lernförderung.de und wenn es dir gefallen hat, gib uns ein Like, schreibe etwas in die Kommentare oder abonniere unseren Kanal. Viel Spaß beim Schreiben deines Blogbeitrags!